Ja, auf der Wetterkarte sehen wir ein richtig kräftiges Tiefdruckgebiet über den Atlantik und dieses Tiefdruckgebiet wird dafür sorgen, dass doch in den nächsten Tagen etwas mildere Luft zu uns geführt wird, aber am Wochenende bleibt es noch relativ kalt. Der Sonnabend, der zeigt sich im Wesentlichen wolkenverhangen. Das kann auch sein, dass mal hier und da mal früh im Nebelfeld auftaucht. Vielleicht so ein ganz klein bisschen Schneegriesel, aber das ist eigentlich kaum der Rede wert. Mit überfrierenden Nässe müssen wir weiter rechnen haben, weil in den frühen Morgenstunden, da ist es noch relativ kalt und da haben wir Minusgrade und da überfriert diese ganze Nässe tagsüber dann Temperaturen so im Bereich 0 bis 2 Grad. Also die werden so um den Gefrierpunkt herumdümpeln. Mit ein bisschen Glück sehen wir in der zweiten Tageshälfte mal die Sonne, aber wie gesagt, meine Hand dafür ins Feuer würde ich nicht legen. Also eher ein grauer Tag mit der Hoffnung, dass es mal am Nachmittag so ein klein bisschen auflockert. Ja, wie geht's weiter? Wind spielt eigentlich keine Rolle. Wie geht's weiter? Der Sonntag dann viele Wolken und von Westen kommt dann so ein bisschen Schnee ran, der aber schnell in Regen übergeht. Das wird dann so ein Schneeregen-Gebatsche, aber der Niederschlag wird sich auch weitestgehend zurückhalten. Also allzu viel wird es nicht werden. Temperaturen dann am Sonntag dann im Bereich na, so 1 bis 3 Grad. Nachts kann es doch nochmal umfährte so um die 0 Grad runtergehen. Aber wir werden wahrscheinlich so ein bisschen im positiven Bereich bleiben, sodass wir dann Montag früh nicht mit glatten Straßen unbedingt rechnen müssen. Ja, am Montag kommt dann etwas mildere Luft herein und diese mildere Luft, die wird dann dafür sorgen, dass dann dieser ganze Schnee, der jetzt gefallen ist, dann doch auftaut. Der Boden wird dann auch so ein klein bisschen antauen und diese Wetterlage, diese Westwetterlage mit relativ milden Temperaturen, so zwischen 4 und 7 Grad, wird sich dann wahrscheinlich bis zum Freitag halten. Am Wochenende kann dann wieder ein bisschen kältere Luft zu uns kommen. Ja, aber so richtig Sonne, das sehe ich eigentlich nicht. Also wir müssen erstmal mit den grauen Wolken Vorlieb nehmen. Ja, und jetzt noch der kleine Ausblick. Ich habe mal die langfristigen Vorhersagen bemüht. Die Computervorhersagen machen eigentlich für Weihnachten einen Kaltluftvorstoß mit Schnee. Also die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten, nicht unbedingt für Heiligabend, aber für weiße Weihnachten liegt derzeit bei ungefähr 70%. Das ist relativ hoch, aber bis dahin kann noch eine ganze Menge passieren. Nächste Woche werde ich dann diese ganze Sache präzisieren. Bis dann.